Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Die Sims 3 Let's Plays mit der 100 Baby Challenge in der zweiten Generation, wo sich die Protagonistin der zweiten Generation gerade erhebt. Oh, wo läuft sie denn hin? Jetzt lachen. Oh, jetzt sag nicht, du rennst zu Pollys Klo rüber. Doch, tut sie. So, das wollen wir aber genießen hier. Komm, gib es uns. Ich glaube, da muss ich mal ein bisschen was ändern. Dass zum Beispiel der Zugang hier nicht mehr für die Allgemeinheit ist. So, du brauchst aber nicht. Im Schaukelstuhl schaukeln, sondern du darfst auch wie direkt wieder ins Bett gehen. Ach, unser Paparazzi. Stapft sie durch den Schnee. Pass mal auf, Polly. Abschließen. Alle außer dir. Und hier auch. Abschließen. Alle außer dir. Dann kommt hier in den Bereich nämlich niemand rein. Müssen wir das Bad separat noch abschließen? Ich glaube nicht. So, zwischen den Folgen, dem geneigten Beobachter mag es nicht entgangen sein, habe ich die zwei Räume, das Bad hinten und hier das Baby-Kleinkinderzimmer auch farblich jetzt angepasst an unser neues Design. Ich habe das Gefühl, dass es insgesamt ein bisschen dunkler wird. Muss ich mir im Review angucken. Ist wahrscheinlich eh die letzte Folge dieses Blogs. Wenn dem so sein sollte, werde ich vielleicht diese Leuchten, müssen wir am Licht auf jeden Fall arbeiten, die Leuchten, die man über den Debug-Mode kaufen kann, mal erwerben. So, bis jetzt. Ja, bis. Gehst wieder brav ins Bett. Achso, das Bett habe ich auch wieder rückgefärbt, weil mir das auch nicht gefallen hat. In ihren Farben. Und wir wissen ja, wer darin pennt. Also ist schon okay. Oh, Polly hat ausgeschlafen, wenn ich das richtig deute. Polly hat ausgeschlafen. Und wie sieht es denn bei den anderen aus? Die brauchen noch einen kleinen Moment. Das heißt, Polly muss sich irgendwie beschäftigen. Essen haben wir mehr als genug, brauchen wir nicht. Das wäre das eine. Ansonsten, wir haben 40.000 Lebenszeitbelohnung. Ich denke, wir sollten dann wirklich, da wir nur noch 5.500 haben, mal die Erbschaft bedienen, damit wir gegebenenfalls weiter umgestalten können. Obwohl das lang verlorene Familienmitglied von Polly schwer vermisst werden wird, lebt seine Hinterlassenschaft im Erbe von Polly weiter, das aus 32.699 Simoleons besteht. Setze das Geld klug ein. Werden wir tun oder auch nicht? Was immer noch nicht die Frage löst, was Polly eigentlich machen könnte. Ich habe eine Idee. Polly hat ja nun eine riesen Bekanntenliste, die Freya noch nicht hat. Oder lassen wir Freya sich ihre eigenen Bekannten erarbeiten?
Bin ich so ein bisschen unentschlossen. Ja, über die Beziehungstransformator-App könnte sie ja problemlos ihren kompletten Bekanntenkreis auch zu Freunden von Freya machen. Wenn man das hier sieht, hier geht der Balken nur bis zur Hälfte des vierten Bildes. Also etwa hier. Sie hat deutlich mehr Bekannte. Und da die Jungs noch nicht wach sind, mit denen sie gemeinsam frühstücken könnte, würde ich sagen, ich fange da einfach mal ohne euch an. So, für Zukunftspalti, wir sind bei Blaze Kindle gerade erstmal. Aber hier geht's jetzt los. Da werden wir wohl ein bisschen frühstücken müssen. Neues Rezept kaufen. Vielleicht machen wir das, vielleicht auch nicht. Du kannst auf jeden Fall Reste essen, guter Ian. Und zwar hier ein Kuchenstück. Wie weit ist denn dein Bruder? Er braucht noch ein bisschen länger. Gut. Kannst du mit deiner Mutter zusammen frühstücken? Das ist dunkler insgesamt. Dadurch, dass wir nicht mehr dieses helle Holz jetzt haben. Da kommt Harry runter. Aber lasst uns das mal kurz ausprobieren. Wie war denn das? So? Nee. Wie war denn das? Debug-Mode einfach true? Nee, Moment. Ja, natürlich ist es bei Debug. Wie Testing Cheats waren nicht an. Dann funktioniert das auch nicht mit dem bei Debug. Oh, ich guck gerade mal, ich suche mal gerade diese Lichter raus. Da sind sie. Das ist zwar ein bisschen cheesy, aber bevor wir hier irgendwie kaum was sehen, ich fange erstmal mit dem Zimmer hier an, das vielleicht noch. Hier noch eins haben, dass es alles mal vernünftig ausgeleuchtet ist hier. Die Bäder sind mir eigentlich relativ wurscht. Dass ich den Unterschied mal sehe im Review, wie sich das dann auswirkt, finde ich halt schon wichtig. So, wir machen das aber auch wieder aus und rein. Ja, ich finde, so sieht es insgesamt deutlich angenehmer aus. So, Harry hat Stimmungsschwankungen. Ja, aber auch im Bad brauchen wir eigentlich zusätzliches Licht. So, Harry. Reste essen, da armer Ritter. Schule schwänzen ist nicht, sonst gibt's Ärger mit Mutti. Und die Freundschaft mit Mutti beendest du sowieso nicht. Mutti ist fertig mit Essen? Mutti ist fertig mit Essen. Mutti ist die Schnellste. Also, von den Personen, die jetzt noch im Haus leben, ist Polly doch eigentlich ein Strich in der Landschaft, ne? Polly. Polly, Polly, Polly.
Duschen brauchst du aber noch nicht. Geh mal dahin. Neues Auto könnten wir uns auch mal gönnen. Emma hat sich einen Tufunda Varus gekauft. Ja, ich weiß, dass es nur diese giftigen Dämpfe sind, die mich verwirren, aber das ist es total wert. So, Polly, die Rezepte, die du gestern gekauft hast, die hast du eh schon alle gelernt. Vielleicht besuchst du mal Gala Ball, dann kannst du dich mit der unterhalten und neue Rezepte lernen. Das ist auf jeden Fall günstiger, als sie zu kaufen. Und Gala arbeitet in der Gastronomie, müsste somit dann zu Hause sein. Nur, dass man sie täglich mal besucht und sich ein neues Rezept snackt. Oder wir kaufen neue Rezepte. Denn ich meine, jetzt haben wir die Mittel dafür, dass man. Als nächstes sind, glaube ich, die Level 6 Rezepte fällig, ne? Die 5er kannst du alle? Ja, 6er fehlen noch. Ich meine, wir haben jetzt 38.000. Wir können jederzeit Kinder in den Park schicken zum Sammeln. Wo willst du denn hin? Du kannst erstmal pieseln gehen und in 2 Stunden kommt eh der Bus. Dich lasse ich noch ausschlafen. Bridget hat sich einen Schweberoller X75 gekauft. So, Harry. Harry ist fertig an sich. Hat auch genügend Spaß, darf dann aufräumen hier. Ein Hauskauf ist ein großer Schritt und Kyle und Emma haben entschieden, diesen zu wagen. Sie sind in Bretter Cottage, Waldebenen-Chaussee 13 eingezogen. Wo ist denn die Waldebenen-Chaussee 13? Das ist Rüdesdörling. Savannenpfad. Süßwasser. Wo ist denn die Waldebenen-Chaussee? Das ist Sumpfloch-Chaussee. Herschels Teichweg. Hier ist die Waldebenen-Chaussee 13. Vier, eins. Muss ja irgendwo hier sein, wahrscheinlich da, ne? Lass uns mal kurz in den Stadtbearbeitungsmodus wechseln. Neunzehn. Ah, da. Da sind sie reingezogen. Sieht von außen erstmal ganz interessant aus. Dann lasst uns doch mal mit dem Master Controller reingucken. Oh, das ist hier offen, okay.
Das ist natürlich nicht ganz so schick. So, da ist ein Balkon. Großes Bad. Also das Haus an sich ist schon schön. Was da fehlt, ist... Wie viel Geld haben denn die? Nee, nicht Einstellungen. Familienvermögen. Oh, die haben nur 900 denen jetzt schon irgendwie ein Bett. Aufdrücken mag ich nicht. Na, dann sollen sie erstmal ein bisschen zusammen wohnen, was verdienen. Na, wenn hier jemand unten Musik hört, kann hier oben, da das alles offen ist, kann hier oben niemand schlafen. Oder wenn jemand Computer spielt oder Fernseher. Ach nee, Fernseher. Doch, da ist ein Fernseher. Aber ansonsten hübsches Haus. Haben sie gut gemacht. Machen wir mal wieder zurück zu Polly, die gerade nackt ist. Und da kommt, da rennt Freya. Du kommst da nicht rein. Ja, da musst du jetzt woanders hinlaufen. So, Polly. Zu Musik tanzen. Nee, ich möchte eigentlich, dass du Gala besuchst. Dabei kannst du auch gleich dein Enkelkind das erste Mal sehen. Und dann schauen wir wieder, wie sich Freya das zweite Mal übergibt. Oder auch nicht. Na gut, dann übergibst du dich nicht, weil ich den Weg versperrt habe. Ist okay für mich. Dann gönn dir... Ach komm, hau dir einen Hotdog rein. Super. Ja, du bist auf dem Weg. Hast du nicht auch noch... Ach, das Auto steht vor der Tür. Sollen wir uns ein neues Auto gönnen? Was kosten denn Autos? Die große Zitrone wäre ja schon mal hübscher. Pickup? Nee. Vornado-Triage. Das ist echt so eine Familienkutsche, ne? Ach, wir brauchen kein neues Auto. Nur weil wir jetzt ein bisschen Geld haben, heißt das nicht, dass wir es gleich wieder ausgeben müssen. Wo bist denn du? Du sollst doch hier runtergehen und tanzen eigentlich. Polly ist auf dem Weg. Ja, ich glaube, das ist deutlich freundlicher jetzt mit den gecheateten Lichtern. Also, für Palzi im Review bitte drauf achten. So, Polly, wann bist du denn da? Noch ist er auf dem Fahrrad. Fleepdorp. Neben, neben, Das Charcuni. scheint eine ganze Ecke bis dahin zu sein. Schulbus kommt bald, ja. Räumst du auf? Ja. Norkel. Shag, So, Polly ist da. Zarboso. So, das heißt, du kannst die Toilette benutzen, danach duschen. Und dann kannst du eigentlich auch wieder in die Bibliothek fahren. Und wir kümmern uns um Polly.
Hiroshima like Kanagasere. Die hier Gala begrüßt. Mari, Macheni? Libor. Aha. Uter Baripsi. Ah, Smuschla. Smuschla. So, wo ist denn das Baby? Ach, da hinten. Und Diane kümmert sich. Oh. Oh, Agada. Aber erstmal die wichtigen Sachen. Gala, freundlich. Küchengeheimnisse ausplaudern. Hm. Oh, Vucibala. Vucibala Preta. Oh, Mashi in a Baka. Was hast du da? Jemanden kennenlernen? Möchtest auch noch eine Textnachricht an Abby Neugier schicken? Schauen wir gleich mal. Ihr zwei seid auf dem Weg in die Schule. Staliapta? Ich höre eine Kriaki. Die hat aber echt eine tiefe Stimme. Nein. Matumaka. Krigalaki. Nashte Mufan. Echa Dura. Shishama. Oh, Naklu. Klasu. Neues Rezept von Gala gelernt. Was haben wir diesmal? Engelskuchen. Ich glaube, das ist richtig teuer. Engelskuchen, war das nicht Level 9 oder 10? 10. Oh, das hat sich auf jeden Fall rentiert. Ich würde gerne mit Kurt kuscheln. Diane, gib Kurt frei. Ben Nufta. Glorn. Ja, Grelin. Sibianar. Favaladu. Lalag. Ah. Können wir einfach so mit ihm kuscheln? Quivelchip. Was passiert denn? Gibt sie ihn her? Oh. Zibzi Waba. Zibzi Waba Nubu. Oh, du bist auf dem Weg gerade noch. Was macht sie jetzt? Du wolltest eine Textnachricht an Abby Neugier schicken. Wenn ich jetzt wüsste, wer von denen hier Abby Neugier ist, das ist die Krux, wenn man zu viele Leute kennt. Die? Abby Neugier. Freundliche Textnachricht und danach kannst du gegrillte Krabben lesen. Ja, sie legt ihn hin. Komm, Zeit zum Kuscheln. Danzi. Ja, hallo Diane. Wir wollen mit unserem Enkel kuscheln. Oh. 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 Polly hat soeben Kurt hochgenommen. Wird sich immer daran erinnern, wie unheimlich weich sich Kurt in ihren Armen angefühlt hat. Na, ist dein Smartphone kaputt gegangen? Dann spiel noch mal eine Runde mit Kurt und dann kannst du noch mal kuscheln. Oh, mi malati mi. Ah, mi bibs a toy. Mi mi, moji godo. Amma, mamma, mamma. No. Juhu. So, dann leg Kurt doch ins Kinderbett. Danach kannst du ein Kompliment über Dianes Klugheit machen. Sie ist ja schließlich ein Genie. Diane hat gegrillte Krabben. Freya hat gegrillte Krabben gelernt. Das heißt. Kannst die anderen auch noch lesen? Oh, so.
Ach, wieder runtergefallen. Ist Diane auch tollpatschig? Kurz in meine Liste gucken. Nö. Überla. Aha. Yahubi. So, dann. Kompliment über das Haus machen. Du hast das alles richtig gemacht, Töchterchen. Fragst du mal nach dem Tag noch. Kannst du die nicht umarmen? Doch, da. Salabanu. Salabanu. Gelashmi. Our tubes pansaki. Ma kirixili prakani. Bepto gonish. Finplats tukalisi. Bujani. Zadir. Das war die Umarmung. Ich möchte eigentlich nochmal mit Gala wegen des Rezepts reden. Nee, du brauchst deine Tochter nicht bitten, bei dir einzuziehen. Über Schnee reden auch nicht. Was geht's denn bei lustig? Lustige Geschichte erzählen, Insiderwitz. Larso. Welki, wenn sie Chuba la Kafuni. Karashia, Nupa? Nesh, Ubuds. Kumiatiash? Ibraknu Norfulas. Ral, Duni, Nush! Chilaki, Makinash, Diwa Rapina! So, dann reden wir nochmal mit Gala. Bedanken uns fürs Kochen. Oh, geht das nur einmal mit? Na gut, dann freundschaftlich umarmen nochmal. Ja. Vak studiak machtu. Never clone. Und wenn wir nicht nochmal Küchengeheimnisse ausplaudern können, dann machen wir noch ein Kompliment übers Haus. Und dann, Polly hat den Wunsch, weitere Geschäftspartner. Wir können ja mal, da sind wir schon. Hier, das kostet 7.000 und da auch 7.000. Dann geh doch einfach. Nee, geh erstmal hin, Bücher kaufen. Du wolltest ja sowieso neue Rezepte haben. Während Diane. Freya. Wie komme ich nur auf Diane? Oh, die hat das da den gleichen Wunsch. Na, das werden wir dann wohl erfüllen auch. Informationen sammeln. Ja, können wir machen. Morgen ist eh frei, das heißt, er kann da heute Informationen sammeln. Stimmt, morgen ist Schneeflockentag. Freya kann Käsesteak. Ein Rezept hat sie jetzt aber noch vor sich, ne? Genau. Du bist auf dem Weg. Dass wir uns die Sechser jetzt geiern. Polly kann schon Gemüseburger, Hamburger.
Das heißt, es fehlt noch das Curry und die Fruchtpastete. Für Level 6, die kannst du mal kaufen. Und dann müssen wir uns zum nächsten Mal hin überlegen, ob wir hier auch noch Partner werden wollen in dem Geschäft. Aber das, wie gesagt, dann erst beim nächsten Mal, im nächsten Blog. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Seid beim nächsten Mal auch wieder mit am Start, was mich sehr freuen würde. Und freuen würde mich natürlich auch, wenn ihr dran denkt. Like und gegeben. Bist du so auf dem Fahrrad gefahren? Wenn ihr dran denkt, Like, einen Kommentar und gegebenenfalls ein Abo dazulassen. Macht's gut. Euer Palzi.